Und los geht er, der Peter. Überall, wo der ist, macht er sich seinen Platz genauso, wie er ihn will. Überall. Wenn er es nicht handeln kann, wenn er es nicht dirigieren kann, dann sucht er sich einen anderen Platz. Aber das passiert eher selten. Meistens trifft er an den Plätzen, die er sich dann modelliert, auf Leute, die ihm nichts entgegensetzen können. Die er einfach überzeugt. Manchmal mit einem Lächeln, manchmal mit einer Ohrfeige. Voll egal. Aber der macht schon, was er will. Ja, unterbewusst hat das bestimmt immer wieder Eindruck auf mich gemacht. So, dass der, vor allem, der ist so klein und der schafft das trotzdem so, weißt du? Das ist ein laufender Meter, aber der setzt alles um, was er will. So bei dem Satz, so, wenn ich da mal kurz drüber nachdenke, wäre der nicht süchtig geworden, Alter. Der wäre sowas von erfolgreich im Berufsleben geworden. Der hat sich irgendwo mit Ellbogen ganz nach oben, so eine Mentalität. Richtig, richtig. Also, der geht auch heute noch immer genauso ab anscheinend wie vor 30 Jahren. So als würde das Alter oder die Zeit da keine Spuren hinterlassen oder... Ich weiß nicht, so ein richtiges Unkraut. Also so mittlerweile würde ich ihn schon einmal gerne wieder gegenüber treten und ihn sehen, weil ich will einfach sehen, was die Zeit mit dem gemacht hat. So. Das wäre schon mal interessant. Ich bin auch richtig fit, er vermutlich nicht so. Also und die Jahre haben schon ihren Tribut gezahlt, auch bei ihm ganz bestimmt. Hast du jetzt letztens eine Person getroffen? Hat die was zu ihm gesagt, also über ihn? Von wem sprichst du denn jetzt? Ach so. Nee, gab's auch keine Info. Stimmt ja. Stimmt ja, da war ja was. Nee, aber da gab's auch keine Info dazu. Nee, da kann ich nichts sagen. Also ich habe gerade keinen aktuellen Stand. So, das Letzte, was ich weiß, ist so 4 Jahre oder so alt. Ich schätze mal so circa vier Jahre. Da hat ihn jemand an der Bushaltestelle getroffen. Wollte ihn gar nicht sehen, aber es war dann plötzlich diese Situation. Und er war schon wieder voll auf Koks unterwegs, also richtig unterwegs. Aber halt so, sei immer noch so unkrautmäßig, immer noch so Mentalität eines 15-, 20-Jährigen. Also so von der Körpersprache, wie er abgeht und so. Immer noch ein Junge. So. Hat sich noch nie weiterentwickelt. Ja, hat sich halt nie weiterentwickelt, ja. Deto 90, wir sehen uns am 6.5. im Columbia Theater. Ja, das will ich aber auch hoffen und abonniere schon 11 Monate, ein bisschen besser, Alter. So, fühlt euch ruhig mal animiert, das nachzumachen, weil am 4.5. sind wir in Dresden, am 5.5. ist die Merksmal-Tour in Leipzig und am 6.5. ist der Katastrophenfilm hier in Berlin im Columbia Theater. Und wir wollen natürlich, dass die Hütte brechend voll ist zum Abschluss. Also, seht mal zu. Was soll ich sagen? Komm vorbei, es wird einen Riesenspaß machen, auf jeden Fall. Danke, Rehappy, für den Link. Genau, da könnt ihr reingehen. Und wenn ihr meine Mucke hören wollt, wo wir gerade bei Links hier sind, werdet einfach Patreon-Mitglied und sei es nur für einen Monat. Ihr könnt die Sachen da runterladen. Ich hatte mit Joachim gesprochen, das ist irgendwie, wir haben nur eine Stufe. Also bleibt es erstmal so. Kommt, fühlt euch gerne eingeladen, kurzfristig mal Patreon-Mitglied zu werden. Wenn ihr nur meine Mucke haben wollt, ansonsten auch langfristig, könnt ihr nämlich all den Stuff sehen, der für YouTube für die Mitglieder zu heiß ist, für YouTube für vorne zu heiß ist. Also könnt ihr ihn dann auf Patreon gucken. Und alle Schore für die Ohren folgen. 2 Staffeln und jetzt schon den Anfang der 3. Also werdet ruhig Patreon-Mitglied. Lohnt sich mucketechnisch auf jeden Fall. Ja, gucken wir einfach weiter, oder? Hast du nach der Geschichte von den Knecht getreten halt gesehen? Ja, nee, danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Das war das immer noch der letzte Kontakt, den ich mit ihm hatte, ist da Samstagmorgens ist immer der Flohmarkt oder Sonntagmorgens, Wochenende, Samstag oder Sonntag vormittags ist immer der Flohmarkt morgens in Hannover an der Leine. Mein Stiefvater hat ja auch immer gestanden. Oh, was ist mein Stiefvater, der Freund meiner Mutter. Und da sind wir morgens drüber gefahren über Steintor und genau da ist auch so eine U-Bahn-Station, so ein Zugang.
Und ich sitze im Auto, im Beifahrersitz. Und wir sind vorne an der Ampel, es ist tot. Ich war Sonntagmorgen. Es ist tot, das Steintor einfach. Die sind gerade erst schlafen gegangen, die Leute, die da rumhängen. Und ich bin auch todmüde und glotze so vor mich hin auf die leere Kreuzung. Und plötzlich kommt Richie vorbei und tritt so einen langen Lulatsch vor sich. Er tritt ihn einfach über die Kreuzung rüber. So, und steht, und dann will der Junge erstmal nicht in die U-Bahn-Station reingehen und Richie lässt ihn aber keine Wahl so und tritt nochmal nach ihm. Da habe ich gedacht, okay, jetzt fragst du ihn mal, was nicht richtig ist mit ihm, machst du Fenster runter. Ich sage, ey, was los mit dir? Und er hat gar nicht geantwortet. Er hat nur so gemacht, voll dicht auf Coca, voll angespannte Fresse, macht nur so. Und zeigt ihnen diese U-Bahn-Station, als wenn ich jetzt aussteigen würde aus dem Auto und ihm in die U-Bahn-Station folge, wo er schon den Typen gerade vor meinem Auto lang da reintreten will. Und das war so der letzte Kontakt und da wusste ich, okay, er hat die Freundschaft komplett abgehakt. Gibt's nicht mehr. Das war's. Er hat hingegriffen und zwar richtig. Er weiß, er hat es kaputt gemacht. Und so verhält er sich auch mir gegenüber. Hat mich einmal im Stillen so wie eine Fotze behandelt, hat gehofft, das sieht dann aus wie ein Einbruch und das mit dem, dass er die ganzen Kombis 30.000 Mark eingesammelt hat, so, dass man das vielleicht so verzeiht, aber er hat das selbst gecancelt, auch mit der Nummer. Der hätte ja auch sagen können, ey geil, wo kommst du denn her, was machst du in Hannover? So hätte er ja auch reagieren können, aber nein. Ja, aber kann man, wenn er gerade wirklich so in dem Film war, wenn er ein bisschen nüchterner gewesen wäre, hätte er vielleicht anders reagiert. So, vielleicht, ja. War vielleicht kein, klar, vielleicht hat er dich nicht erkannt, vielleicht, so weiß ich mal, das kann halt auch sein, dass er gar nicht, dass er dachte, okay, du bist nur ich hab mich ja nicht, aus dem Auto oder so. Also, du weißt es ja auch und von Bildern und er kennt mich viele Jahre, ich habe mich auch fast optisch wenig verändert. Ich bin älter geworden, ja, aber ich habe mich wenig verändert. Selber, wenn irgendwelche Leute dir rüberrufen, machst du irgendwie so und guckst gar nicht richtig hin und dann noch in diesem Film drin. Ja, vielleicht hat er es nicht gerafft, wer ich bin. Ich denke mal so, vielleicht in einer anderen Situation hätte er vielleicht anders reagiert. Ja, das ist dann die große Frage. Ja, was willst du machen? Egal, wir gucken einfach mal weiter. Ja, es ist angenehm, so wie er das macht. Ne? Alles ist sauber, alles funktioniert, alles ist da. Wenn nicht, wird es ganz schnell organisiert. Es sind immer nur Kleinigkeiten, die fehlen, wenn überhaupt. So, aber nichts Ernsthaftes. Es ist immer alles so, wie er es braucht. Auch im Vollzug. Nachdem ich dann entlassen worden bin und Frank auch schon, dann ist er irgendwann nach Heselbe gekommen und ist dort so süchtig geworden, so rückfällig geworden, weil der Knast so voll steckt, bis oben hin. Wie gesagt, da hängt ein Spritzenautomat, kannst du Spritzen tauschen. Einfach tauschen, ohne Geld. Alte oben rein, neue unten raus. Das muss man sich immer reinziehen, ne? Auf dem Freistundenhof, im Vollzug und auch bei der Drogenberatung und so vor der Tür, Spritzentausch. Einfach, weil die so viele Infektionen hatten in der Anstalt, weil die Leute einfach auch die Pumpen, ist ja nichts Neues im Knast. Ich habe erzählt, was ich in Hameln beobachtet habe, da dachte ich, ich werde nicht mehr, Alter. Die schleifen original so eine Insulinnadel, die ja voll dünn ist, dickeres Haar irgendwie und nur so ein Zentimeter oder ein bisschen länger, 12 Millimeter gebe ich ihr vielleicht, hat sie, die wird an der Backsteinmauer, das muss man sich mal reinziehen, an der Backsteinmauer so lange geschärft, bis da hinten nur noch so 2 Millimeter, dass es gerade so reingeht, dass du wirklich den Kunststoff schon voll ins Fleisch drücken musst, damit dieser kleine Stummel in der Vene bleibt. Weil du ja gar keine Nadel mehr hast, die du in die Vene mehr einführst. Oh mein Gott. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. So. Aber ja, da Spritzenautomat. Der hat in Hesebe hat Richie, ich sag's bestimmt auch nochmal, aber das fällt mir direkt wieder ein, weil das so auch irgendwie gefühlt zu anderen Vollzügen in Niedersachsen auch so unglaublich ist. Der hat im Besucherraum in die Beine geballert. Erstens, weil er es nicht abwarten konnte, so, hat gerade Stoff gekriegt, konnte es nicht abwarten, in die Beine geballert, weil er an der Arme nicht mehr getroffen hat. So viel geballert im Knast, an der Arme, die ganze Zeit Reißverschlüsse, die ganze Zeit.
Dass er schon in die Beine gehen muss. Ja gut, war vorher auch schon viel kaputt, ne? Deswegen geht hier nicht, da nicht, da geht nicht richtig, da geht nicht richtig. Brutal. Das ihm vorhin so. Das muss erstmal eine deutsche Justizvollzugsanstalt nachmachen. Selbst wenn er so. Deutschland ist das schon relativ einfach. Das ist schon relativ einfach, aber ich meine, Hesepa hat halt auch keinen wirklichen großen Zahn. Du kannst überall von jeder Seite alles in diese Anstalt reinwerfen. Von überall. Es waren halt nur zwei große Zäune mit NATO-Draht oben drauf und einer Lücke dazwischen. Und halt alles nur so flache Baracken. Gab es ein Rehgehege ganz früher, Rehgehege, dann gab es so große Schach- und Damenspiele. Du kannst voll abdichten, den ganzen Tag in der Sonne hängen, weil da kannst du halt auch zwischen den Baracken rumlaufen. Tagsüber, so aufschlussmäßig, bist halt 4 Stunden draußen. Ja, yeah, wie geil. Keiner stresst. Wenn du keinen Stress, stresst dich auch keiner. So. Also Hesepe war gefürchtet von allen Gefangenen, die nicht süchtig waren, wollten da ums Verrecken nicht hin. Nur 3% oder so in Hesepe nicht abhängig. So, der Rest alles Junkies, alle. Es geht den ganzen Tag nur um Stoff. Alle wollen turnen. Ja, und aber da der so zugänglich ist, haben auch ganz viele in dem Bau ihr eigenen Scheiß, ne? Machen ihre Verabredung so. Jeder dritte, vierte kommt mal hin, das Vergnügen, dass sie, was weiß ich, seinem Bruder irgendwie Tennisball rüberwirft oder so, schön vollgestopft mit Heroin. Da machst du dir dann erstmal einige Freunde, hast für ein paar Wochen vielleicht selbst was und dann kannst du wieder deine Freunde beanspruchen, weil du hast denen ja was gegeben. Hast was gut. Hä? Bist du dort? Ich war nicht in Hesepe. Achso. Ich war nie in Hesepe. Bin ich auch, Gott sei Dank, also das bin ich ganz froh drum, weil ich glaube, da ballern halt noch viel mehr Leute Heroin als in den meisten anderen JVAs, wo ich war. Da wirklich das meiste ist auf Cannabis beschränkt, also Hasch. Die meisten rauchen Hasch. Oder Pillen sind jetzt halt auch ganz dolle innen, aber da habe ich auch nichts mit zu tun. Denkst du, du hättest dort Heroin konsumiert, wenn du dorthin gekommen wärst? In Hesepe? Ja, einfach dadurch, dass es da wenig, also das ist kein Knastpreis dort, den du bezahlst. Da kriegst du für einen Zwanni halt auch mal was. Bestimmt hätte ich mal einen Zwanni und mich 2 Tage dicht geraucht davon da investiert. Weil Stoff halt auch immer brutal gut. Die Leute lassen sich den bestmöglichen Stoff in den Knast bringen, weil kleine Menge muss großen Wirkung erzielen. So für ein Knastpacken. Kannst 0,1 Heroin verkaufen, aber wenn das 0,1 nicht turnt, dann kriegst du ganz schnell Ärger. Dann nehmen sie den Rest einfach weg und mal gucken, wie viel man braucht, bis das wirkt. So, aber wenn du nur ein Päckchen verkaufst und die meisten machen sich dann halt einen Druck und wenn du gerade nicht drauf bist oder so richtig drauf bist, dann 0,1 gutes Heroin, da geht direkt so. Und dann hast du erstmal 6 Stunden den. Und dann der nächste Tag ist auch noch gut. Das wirkt ja auch eine ganze Zeit lang nach, ne? bis das dann abgebaut ist, wenn du nicht richtig drauf bist und so. Da hast du am nächsten Tag noch was von. Und wenn du rauchst, so wie ich, wenn du Raucher bist, dann brauchst du von solchen Dingern halt 3-4 Stück oder so. Und dann sind das schon 80 oder 100 Mark gewesen oder später dann Euro einfach. So. Dass er in den Arm und am Hals schon nicht mehr getroffen hat, schon wieder in die Beine gegangen ist beim Ballern. Der hat gebettelt 2-3 Monate, bevor er Festabgang gehabt hat. Oder vorzeitig, ich weiß nicht. Bevor er seine Entlassung gehabt hat. Ah, Daniel ist auch da. Moinsen. Dass sie ihn nach Lingen ins Vollzugskrankenhaus schicken zum Entgiften. Haben die ihn ausgelacht. Kann ja jeder kommen, Alter. 8 von 10 sind so wie du. Werden affig alle paar Tage im Knast, weil nichts da ist. Oder man kein Geld hat oder sonst was. Ne? So, und der war so drauf, der original in die Beine geballert wieder, im Besucherraum auch. Im Besucherraum aufgekocht. Habe ich gerade erzählt. Das muss man sich mal reinziehen. Und die haben ihn nicht, wie er es gerne gehabt hätte, zum Entgiften. Der hat gesagt: Mann, ihr könnt mich nicht so auf die Straße schicken. Sagt er: Was ist los mit euch? Ich bin voll süchtig. Ich komme nicht bisher noch nach Hannover. Ich habe fast kein Ü-Geld und so, ne? Der geht ja nicht arbeiten und so ein Scheiß, ne?
im Knast. Also ich will nicht arbeiten und so ein Scheiß. Ja, jetzt weiß ich auch wieder genau, wo es hinausläuft. Seine Entlassung nämlich. Der hat im Vollzug tatsächlich gebettelt, fast schon, also für seine Verhältnisse, dass die den entgiften, bevor die den entlassen. Da sagt er, ich bin voll drauf, Junge, ihr könnt mich nicht ohne Geld einfach vor die Tür stellen, so ungefähr. Hier kenne ich gerade alles, hier funktioniert gerade alles, hier habe ich immer meinen Stoff, so. Setz mich nicht ohne Kohle so großartig vor die Tür. Jetzt weiß ich auch, warum ich gesagt habe, der geht ja nicht arbeiten und so ein Scheiß, im Vollzug halt auch nicht. Das bedeutet, der hat kaum Überbrückungsgeld, so ein paar Euro hat er da, ein paar Mark auf dem Konto gehabt. Aber das langt nicht für eine Kuh, für eine richtige Koksnummer, so direkt mal zum Hallo sagen und ja. Deswegen hat er vor der Entlassung drum gebettelt, dass er da entgiften kann. So, und dann direkt entlassen wird. So. Dann ist der Drang immer noch stark genug. Ja, haben sie ihn verweigert? Weil, kam gerade in dem Video, da warst du gerade, hast du verpasst. So. Der Knastarzt sagt zu ihm, hey, hier kommen 8 von 10, wie du, sagt er, alle paar Tage. Was nicht richtig mit euch, hört einfach auf damit, so ungefähr. Sie können mir nicht jedes Mal alle entgiften hier und auf Schonkost und dies und das. So viele Betten haben wir gar nicht. Geh mal in deine Zelle, entspann dich. So, ja. War der auch im Knast aus seinem Konto so minimale Mengen an Geldern, 200-300 Mark oder so vielleicht damals, ne? Ich habe gesagt, ich bin fallsüchtig, ich glaube da wohl nicht, dass ich bis nach Hannover komme. Ohne Straftat. Und hat damals angesagt, die ersten Läden hier, wenn ich entlassen werde, gehören mir. Und genau das hat er auch gemacht. Hat sich irgendwo ein Messer besorgt, hat 2-3 Läden dort überfallen. Direkt vor der Haustür, gerade direkt entlassen, nach der Entlassung. Weg, erstmal 2-3 Raubüberfälle gemacht und nach Hannover. Was sonst? Hat er doch angesagt, Mensch. Hat er doch angesagt, hat keiner zugehört oder was? Mensch, ich bin voll drauf und ihr schickt mich ohne Geld vor die Tür. Was glaubt ihr, was ich mache? Genau das war die Ansage, habe ich auch, also, das glaube ich ihm sofort, ne? Der sagt es auch so stumpf an, seine Straftaten, immer, eigentlich fast immer. Was sonst? Ja, also, der ist so stumpf, ne? Und das war ja auch sein Ende, bei mir. So eine Raubserie. Auch mit Ansage, bei Shopper und so. Hat ja alle meine Kombis, als das nicht mehr war, als er die 30.000 auch schon wieder verfeiert hatte, so nach 4 Wochen oder so, ich war gerade mal 4 Wochen weg, hat er schon meine ganzen Kombis eingesammelt und verfeiert. Danach, noch 2 Wochen später, hat Osnabrück 10 oder 14 Tage unter einer ganz extremen Raubserie gelitten. Ein kleiner Mann mit schwarzer Maske, die Beschreibung 100%ig er. So, immer mit Messer. Tankstellen, Baumärkte, kleine Läden in der Innenstadt. Er hat richtige Serie gemacht. Er geht dann von einem Laden zum nächsten. Und dann verschanzt er über den Dealer nach Hause und wird sich erstmal 2 Tage verschanzt. Okay, hat mich keiner erwischt. Okay, das habe ich schon mal und das besorge ich jetzt. Und dann geht er wieder vor die Tür. Wieder so ein Tag. Am helllichten Tag macht er das. Und dann in Serie. Der wird so hauptsächlich in richtig statt. Flüchtet sich in einen Laden rein, gerade vor der Polizei, weil 3 Minuten später vorher da. So. Und dann bin ich ja schon mal drin. Dann wird sich umgeguckt und dann wird der Laden direkt auch Maß genommen. Irgendwie hat mir das damals schwerst imponiert. Das straighte, dieses Leben auch so durchzuziehen, ohne Angst vor den Konsequenzen, drauf geschissen auf alles. Macht einem auch gleichzeitig ein bisschen Angst, wegen den Konsequenzen halt so. Ich denke da ja immer ein bisschen länger drüber nach, als er zum Beispiel. Und heute ganz besonders lang, aber damals habe ich da schon irgendwie auch aufgeguckt. Ja. So. Nicht in der Situation, er überfällt gerade in Osnabrück eine Nummer nach der anderen, sondern schon 10 Jahre davor in Hannover. So, und da war ich ja auch noch eine Nummer kleiner, ein bisschen über 20. So. Hat mir das schon imponiert, muss ich ehrlich zugeben. Ich fand die Gangster halt immer besser als die Polizei, auch im Fernseher. So, ich habe mich immer geärgert, warum gewinnt die Polizei am Ende immer? Warum verhaften die denn immer? Warum ist nicht mal Happy End für Gangster? Ja, ist so. Die Frage stellen sich ganz viele. Es gibt auch Filme, die so enden.
wo dann wirklich so der Liebling, also der Hauptcharakter, den man dann auch trotz seiner Taten über 90 Minuten lieben gelernt hat, so ungefähr, dass er, oh yo, und ab in den Sonnenuntergang. Stimmt, warum ist nicht einer von Jeffreys Dahmers Leichen nicht einfach geblieben bis zum Happy End? Ja, von so einem Scheiß rede ich doch überhaupt gar nicht. Ich rede doch nicht von so gestörten Serien. Ich rede so, wir ziehen mal 3 Jahre durch, machen richtig Geld. Na gut, am besten wir verletzen keinen. Das wäre so heute meine Prämisse. So auf jeden Fall keine Schusswaffen und so, keine Waffen und sowas. Aber so intelligent an Geld kommen. Das Ding ist halt, du schadest immer irgendwen. Ja, man schadet immer irgendwen. Ich weiß ja auch, wenn ich länger drüber nachdenke, bin ich raus aus der Nummer. Irgendwann kriegt das Karma dich früher oder ja, später. Genau. Und ich bin ja froh, so langsam erhole ich mich ja. Also scheine ich ja in den letzten Jahren mehr und mehr richtig zu machen. Und das gehört halt auch dazu. Also bring die 495 Gramm zurück, Kollege. Das ist das Endergebnis dieser Frage. Ich darf auch nicht mehr. Frage, bitte schickt mich in die Entgiftung. Das Ergebnis war, er hat genau das gemacht, was er denen angesagt hat, wenn sie es nicht tun. Er überfällt eure Leute, direkt vor der Haustür hier. Hat keiner geglaubt. Wurde ihm auch nie nachgewiesen, ne? So, aber genau das hat er gemacht. Hat er mir später dann hier erzählt, ne? Dago! Die Fotzen wollten mich nicht ins Krankenhaus schicken zu entgiften. Ich hab denen gesagt, ich bin voll süchtig, ich bin voll drauf. Wollten sie nicht hören, selber schuld. So, weißt du, erzählt er das dann. Zu einem dreckigen Grinsen. Auf Show. Ja, wohin, ne? Vollsüchtig. Ja, draußen bestimmt auch direkt wieder das Koks dazu. Jesip versucht da so liberal, glaube ich, wie möglich mit umzugehen, weil die Sucht bekämpfen im Vollzug kannst du nicht. Und den Drogenkonsum, das kannst du nicht. Ja. Und Jesip ist ein Vollzug, da hast du 95% Süchtige sitzen. Die haben alle was mit Drogen zu tun. Alle. Ist ja auch nicht weit zur Grenze, ne? Das prädestiniert diesen Vollzug halt auch noch, ne? Viele, die bei Grenzübertritten verhaftet werden. Und es sind viele Süchtige, die sich selber versorgen halt auch. Oder, was weiß ich, 50 Gramm Weise, dann nach Holland fahren, 50 Gramm Heroin kaufen, zurück, sich das, was weiß ich, wohin stecken, zurückschmuggeln oder im Zug verstecken, sonst wie, oder im Auto. Und die haben ja täglich Kontrollen und täglich werden da Leute erwischt und halt viele, die ein bisschen desolat halt schon aussehen, weil sie seit 8 Jahren konsumieren, aber gute Connection in Holland haben und so. Und die Zollbeamten sind ja nicht blöd und nicht blind. Und zu der Zeit war das halt auch noch so, ne? Musstest du noch an der Grenze vorfahren und den Ausweis zeigen und so. Und der Beamte hat dich angeguckt und so. Ganz normales Ding dort. 9 von 10 Verhandlungen gehen um Drogen, Drogenbesitz, Drogenkonsum etc. Und der eine, der eigentlich nichts damit zu tun hatte, kriegt spätestens im Vollzug was damit zu tun. Also das Leute, die wirklich Angst davor haben, die müssen sich rechtzeitig melden, dass sie nicht in so einen Vollzug kommen. Ja, das ist das, was ich eben gesagt habe. Also dieser Zustand, sage ich jetzt mal, dass es dort so viel Heroin, Pillen und sowas und Hasch halt ohne Ende, hat eigentlich kaum noch einen interessiert. Das. Also die haben da Öxel verschenkt, sagt Richie, so das, wie draußen. So, weil interessiert keinen. Kostet nur 40 Pfennig draußen und hier nur 80, so, weißt du, also es macht keinen großen Unterschied, so, aber für jemanden, der das vorher weiß und nicht möchte in so einen hohen Anteil, also das ist wie, wenn du in der Therapie bist, so, und so viel, ohne Therapeuten allerdings, und dann so viele Süchtige um dich herum hast, die den ganzen Tag auf der Jagd sind, und natürlich bist du dann gegebenenfalls, wenn du gut ausgestattet bist, deine Zelle gut aussieht, du gute Klamotten hast und so, musst du halt auch noch mehr aufpassen, so, als in anderen Vollzügen, auf ruhigen Gruppen oder so. Haus 5, wo ich lag in Hannover, da konnte ich den ganzen Tag meine Zelle sperrangelweit offen lassen und bin einfach rausgegangen, unten
Da war auch ganz oft die Tür einfach über Stunden offen zum Hof und so. Ich draußen in die Sonne gelegt, drinnen sind die Gefangenen auch hin und her. Da ist keiner in die Zelle des anderen gegangen. Hat vorher angeklopft und guckt und gerufen oder so. Ansonsten hat er dich auf dem Flur gesucht, weil so groß ist die Zelle nicht. Wenn man von der Schwelle aus ruft und klopft, dann sieht man alles und derjenige wird einen auch hören, aber ja. Das ist da in Hesippe in dem Barackenvollzug halt nicht möglich. Da hast du einen großen Flur oder in jedem Haus, glaube ich, zwei große Flure, einen links, einen rechts, einen links, einen rechts, immer einen links, einen rechts. So, und das war's. Da hängst du dann mit 30 Süchtigen auf deinem Flur rum. Und das ist dann deine Welt. Für was weiß ich, wie viele Monate. Ganz gruselige Nummer. Also ich stelle mir das ganz schlimm vor, wenn ich als Nicht-Süchtiger in diese Welt kommen würde. Du fühlst dich doch die ganze Zeit irgendwie wie auf meinem Planeten, oder? Weil du diesem Gefühl, also du verstehst ja, also das ist ja oft das Problem des Nicht-Süchtigen. Sie verstehen den Trieb nicht, das Gefühl nicht, diesen starken Antrieb, den man hat, als Süchtiger, dem hinterherzukommen. Und wenn sie schon riechen können, so, ist wie wenn du Hunger hast und Essen riechst, so, ne? So. Und willst du ständig in so einer Horde sein, als Nicht-Konsumenten, die so unterwegs sind, das ist auch super anstrengend, stelle ich mir das vor. Ja. Also ich weiß es ja auch heute von mir, aber ich habe ja halt auch nochmal einen anderen Bezug dazu, weil ich eben ehemaliger Süchtiger bin und nicht-Süchtiger bin. So, ich empfinde das ziemlich schnell als anstrengend heute, wenn ich mit Süchtigen zusammen bin. Ich kann das ein paar Stunden ganz gut haben. Ich habe es ja auch mal überreizt, so wie lange ist es jetzt her mit Tobo? 16 Monate war halt schon, ne? Oder Dezember, wann war der da? Das war Ende 21. So, da habe ich mich ja auch nochmal überzogen und ja, mittlerweile weiß ich halt, ich muss darauf achten. Das wird mir emotional sehr schnell sehr viel. So, und da muss ich einfach aufpassen. Wie willst du sie denn alle gleichzeitig therapeutisch behandeln? Wer denn auch? Wie viele Therapeuten willst du da hinschicken? Und vor allem, wie viele von denen wollen überhaupt? Damit kannst du dich nicht beschäftigen. Das muss jeder wieder, da sind wir wieder am Punkt, muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. So, aber das kannst du nicht handeln, auch nicht als Vollzug. Das geht nicht, du wirst es nie in den Griff kriegen. Je schwieriger du es machst, umso weniger und kleiner werden die Mengen vielleicht, die im Vollzug sind, dafür wird er umso teurer und umso gefragter. Und Leute sind wesentlich mehr bereit, dafür zu tun, weil sie haben sonst nichts zu tun, Alter. Die lauern auf den Turn, auch ein paar Tage. Und warten und gieren da drauf und machen alles möglich, um das... Dieses paar Tage lauern auf den Turn, das kenne ich halt auch von mir aus dem Vollzug, wenn man 3 Tage nichts zu kiffen da ist. Aber man weiß, dann ist Besuchszeit von dem und dem und dem und dann kommt der und der und der und die bringen immer schön was mit. Aber selbst dann muss das auch alles erst klappen und oft, also es gibt viele Gefangene, die ihre Gefangenenzeit, also süchtige Gefangene, 2/3 ihrer Wachzeit im Gefängnis mit der Jagd verbringen oder mit dem darauf warten und lauern, weil man ständig sich ja auch informiert und dann fragt man hier nach und dann hört man das und dies und das und da gibt es noch vielleicht eine Möglichkeit und da gibt es noch eine Möglichkeit und da gibt es noch eine... Ganz, ganz, deswegen habe ich versucht, was heißt versucht, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen in den knapp 7 Jahren Knast, die ich hinter mir habe, vielleicht waren es fünfmal, die ich insgesamt Heroin konsumiert habe, aber dann auch nur auf Folie und dann auch nur dieses eine Mal, also gar nicht eine körperliche Abhängigkeit aufgebaut habe oder so. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, worauf wollte ich denn hinaus? Ja, aber ist das nicht dasselbe wie draußen? Draußen ist doch dann auch dasselbe, dieses Warten. Ja, aber guck mal, wie beschränkt die Möglichkeiten, genau darauf, aber guck doch mal, wie beschränkt die Möglichkeiten im Vollzug sind. Du sitzt dann in deiner 8 Quadratmeter Zelle und weißt, in 72 Stunden da. Alter, wie anstrengend kann süchtig sein?
So, also körperlich, also auch noch diesen Drang zu verspüren. Ich habe das halt mit Cannabis, hat mir im Vollzug Hasch hat mir gereicht. Damit habe ich den Drang nach Heroin, vor allem ich habe dem Heroin auch die Schuld gegeben, dass ich da bin. So, jedes Mal wieder, dem Pulver halt die Schuld gegeben. Deswegen, ich komme an und erstmal entgiftest du ja sowieso. Und dann ist das meine Chance, wieder klarzukommen. Ich will gesund und kräftig werden wieder auch. Das ist halt der Unterschied. Ich sitze dann da nicht und bin deprimiert. Natürlich bin ich erstmal deprimiert, aber ich reiß mich da raus. Ich nehme Hanteln in die Hand, ich pumpe wieder, ich fange an zu essen. Und sobald dieses gute Körpergefühl das ersetzt, das dann erstmal mit in Verbindung mit Cannabis reicht mir das. Weil der aber auch noch andere Einflüsse war, der zum Beispiel der Typ, der dich dann mit zum Training mitgenommen hat, erzählt. Ja, ja, klar. Aber ich lasse mich halt auch darauf ein. So, ich hätte auch in der Zelle bleiben können und einfach lauern, okay, in 72 Stunden hat der Besuch. Oder ich gehe die 4 Stunden mit in die Trainingshalle und denke dann die nächsten 10 Stunden überhaupt nicht dann da dran, weil ich fix und fertig und müde bin. Und am nächsten Vormittag fällt mir voll mit Muskelkater ein. Ach, der soll ja morgen Besuch kriegen. Und schon ist morgen, weißt du? Und dann mache ich noch so einen Tag. Und also für mich war das nie das Problem, clean, also von harten Drogen frei zu bleiben im Vollzug. Natürlich Cannabis, klar. Also hast du im Normalfall noch mal Pillen gefressen oder so. Aber eher ganz, 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 ganz selten. Und das weiß ich nicht. Das war dann nicht so meins. Vor allem, weil ich mich nicht in die Situation bringen wollte. Ich bin ja auch nicht der Größte und nicht der Stärkste. Ich habe oft keine Probleme mit den Leuten im Knast, im Normalfall nicht, aber das ist so ein Beweggrund. Ich mach mir keinen Stress, eigenen Stress im Vollzug. Ich will keinem Geld schulden, nur weil ich drauf bin. Ich will einfach meine Ruhe haben, so. Und ich will die Leute ohne Probleme nach einem Stück Hasch fragen können, weil ein Stück Hasch kriege ich jederzeit auch mal wieder zurückgegeben. So. Und ein Stück Hasch nimmt ja halt auch keiner so übel wie Schore, die sie verkaufen, obwohl sie selber drauf sind, weil sie gerade noch was haben. Davon verkaufen sie die ja auch. So. Würden aber am liebsten alle selber konsumieren. Die sind dann auch nochmal anders sauer auf dich, wenn du den Stoff, den sie auch hätten selber nehmen können, weißt du? Blöder Wichser, Alter. Was ist nicht richtig mit dir? Wenn ich bezahlen kannst, dann sag das, dann nehme ich selber. So, so ist es halt so. Ja. Und das wollte ich nicht für mich. Aber wieso konntest du das nie mit nach draußen übernehmen? Das ist eine gute Frage. Habe ich mir erst dann bei Schurestein-Papier irgendwann das erste Mal, oder Paul hat mir die tatsächlich, glaube ich, das erste Mal gestellt. So. Und ich habe vorher nie drüber nachgedacht, warum das so ist. Dann hast du ja auch schon ein paar Tage vor Entlassung schon darauf gegeiert. Eigentlich das, was du die ganze Zeit nicht gefeiert hast, hast du ja dann selber gemacht, dieses Geier. Ja, okay, jetzt geht's aber da bin ich der Bestimmer der Situation und des Zeitpunkts und muss nicht, ich sitze nicht da wie ein Honk und warte auf irgendwas, was dann vielleicht doch in die Hose geht und dann sitze ich da und krieg dafür in die Fresse, weil ich mich auf irgendeinen Scheiß verlassen habe, den irgendein Spaß aus Zelle nebenan sich hat einfallen lassen und nicht so dumm war, das zu glauben. Das konnte ich 1000 Mal beobachten bei anderen. Ohrfeigen, genau wegen sowas. Und die waren zum Teil größer als ich und kräftiger und kriegen trotzdem in die Fresse. Das überlege ich mir 2-mal. Drogen machen schon ein bisschen... Gaga? Ja. Ja, tun sie. Tun sie. Nee, aber das war mein Beweggrund. Und Richie ist halt so ein Dude, Alter. Ist mir scheißegal, ich setze das durch. So. Der prügelt sich dann halt auch. Dem ist das egal. So. Ist er immer an jemanden geraten, der ihm? Ja, es gibt. Ist, ja, noch etwas schlimmer als das. Gibt diese Geschichte, wo ich gerade am Steintor langlaufe. Und da gab es damals noch so ein öffentliches WC, gibt es glaube ich immer noch. Damals war das rund, so ein rundes, hinten auf dem Marstall am Parkplatz. Ich komme da gerade so lang, ich glaube mit meiner gefüllten Pizza, gehe so und sehe so Richie um dieses Klohaus rennen, lachend. So, er rennt so. Aber ich sehe erstmal nur ihn. Ich denke mir, was macht denn der Spaß da? Bin ich stehen geblieben, was macht denn der Spaß da? Und dann sehe ich so einen Albaner oder so, war ein Albaner, so auf sich über so einen großen, dunkelhaarigen mit Bart, auch um das Klohaus rennen.
Und dann kommt Richie schon wieder, immer noch lachend, rennt schon wieder, rennt um das Klo aus rum und er tut so hinter ihm her. Das Bild zweimal und ich habe so noch gar nicht realisiert, was machen die da? Ich dachte zuerst, das ist Spaß, ne? Weil er halt auch lacht. Und dann nach der zweiten Runde ist der Albaner einfach stehen geblieben, hat sich umgedreht und sein Messer halt schon in der Hand. Und Richie kommt ihm lachend in die Arme gerannt und hat er das Messer erstmal direkt in die Schulter gekriegt. Ist er nicht umgefallen, er ist ein paar Schritte nach hinten und sich nochmal hoch, hat sich gewehrt noch, das Messer aus der Schulter und dann kam schon Kripo, weil die haben das schon beobachtet, genau wie ich. So. Kripo-Beamten standen schon halt am Arschteil so und haben dann gesehen wahrscheinlich irgendwie, wie das da angefangen hat. Richie hat ihn vermutlich abgezogen, ihn und seine Leute. So. Hat er ständig gemacht am Steintor. Irgendwie, entweder die Kurden ums Heroin beschissen oder die Albaner ums Koks. Immer. Ja, aber das war jetzt nicht wirklich eine Denkstelle, sondern wirklich, dass er mal richtig vermöbelt. Dass er das mal kassiert hat, was er sonst mal ausgeteilt hat. Ein Messer in die Schulter gerammt zu kriegen, ist schon nicht ohne. So. Für 50 Gramm. Da war direkt Kripo, dann denke ich auch mal Krankenwagen. Ach, ich habe den viele Male auch mit richtig dicker Fresse gesehen, also so richtig blau geschlagene Fresse und so. Der konnte auch einstecken, der hat es auch dann auch einfach hingenommen, das ist dann halt so. Also es geht auch mal nach hinten los, der hatte auch genau diese Mentalität trotzdem, nun trotzdem rein. So, auch wenn er mit 2 Mann auf 11 drauf, egal, alleine an 6 Steintor-Erbaner. Und nicht weggehen und noch mehr Ärger machen und anfangen auch als Erster zu schlagen. So, obwohl die mit 6, 7 Mann da rumstehen. Alle gefährlich, die Jungs. Einen anderen Junkie machen die nur so, schubsen die weg, man verpiss dich, du Spast. So, bei dem nicht. Wenn er kommt. Keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Der geht ja halt auch nur bis zur Schulter. Der ist halt auch so ein Zwerg. Ich weiß, keine Ahnung. Der strahlt so unglaublich Dominanz aus, auch so, dass wirklich große Männer direkt machen, was er sagt. Sofort, ohne das in Frage zu stellen. Ganz, ganz merkwürdig. Naja. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob wir mal irgendwann demnächst mal eine neue Info zu Richie bekommen, weil ich bin gespannt, wie lange der das aufrechterhalten kann. Genau das. So. Und wie der heute, also ob der heute immer noch so drauf ist. Was umzusetzen. Irgendwie kommen sie ja an den Stoff, wenn sie wollen. Ja, und dann hilft ihnen doch. Hängen den Spritzenautomat ein und so. Weil die haben einfach, die haben vermutlich am Anfang einfach nur resigniert und dann menschlich gehandelt. Also, oder unterstützend, nicht unterstützend den Konsum, sondern einfach nur, dass es sauber ist, dass die sich nicht gegenseitig alle mit irgendwelchen Krankheiten anstecken, weil sie nur eine Nadel auf dem ganzen Flur haben. Ja. So kann jeder steriles Besteck benutzen und so. Wenn ich denen voll zugewiesen wäre, wo so viel Heroin und Heroin als Standard auch immer da ist oder so gut wie immer da ist, und die Mengen bezahlbar sind, ja, wäre ich vielleicht auch ein Kandidat geworden in so einem Vollzug. Aber im Mappen hat immer noch Dope Oberhand und das ist lang. Ja, wenn ich den ganzen Tag zu kämpfen habe, denke ich nicht. Also im Vollzug denke ich dann nicht an Show. Ja, genau, wie ich gerade gesagt habe. Auch wenn ich es mal gesehen habe, zwischendurch bei anderen, der Jürgen und so, der hat auch geballert. Und Richie hat zwischendurch auch geballert. Und so. Aber es hat mich eher wenig gejuckt. Ich weiß nicht warum. Einmal habe ich, glaube ich, einen Blech da geraucht, so ein Packen, so ein 01 oder so. Aber das war es auch hier. Er kümmert sich darum, ne? Dass er Nachschub kriegt. So. Hat in Meppen auch bei ihm hauptsächlich Dope, so, aber immer wieder mal, spätestens alle 14 Tage hat er einen Ausflug in Opiate gemacht. Ja. Also in Meppen war so reiner Käfervollzug im Grunde. Klar, da gab es auch Pillen, da gab es auch mal Koks und so und Heroin auch. Und da waren so ein paar Kandidaten, die immer hatten. Aber im Grunde waren das so richtig Süchtige, die sich ihre Eigenversorgung halt aufgebaut haben, um drinnen so konsumieren zu können wie draußen. So, da gab es so ein paar von und die haben halt immer wieder auch mal was abgegeben. Und da hat Richie halt immer drauf gelauert. Im Mappen hat er, glaube ich, so gut wie nie Geld für Heroin ausgegeben oder so. Das,
alles immer, wenn Besuch kam, ey, du hast doch Besuch gekriegt, gib mal was ab. Gib mal was ab. So. Und ja, dann investiert er von dem Heroin, was er da schnappt, weil da ist er ja nicht so, hier, so 0,1 Becken brauchst du ihn nicht mitkommen, gib mal ein Gramm, Alter, du hast 5 gekriegt, gib mal ein Gramm. So, und ja, dann holt er sich von 0,7 von dem Heroin oder so, tauscht er gegen 10 Gramm Hasch und dann hat er die nächsten 3, 4, 5, 6 Tage was zu kiffen. Und ja, so halt. Immer das Gleiche, immer die gleiche Nummer. Und dann halt auch so, dann konntest du auch sehen, wie süchtig der ist, weil der nichts gesagt hat. Der sagt ja, ich habe nur ein Becken gekriegt, aber der... Hey, wenn ich von Pillen rede, dann im Vollzug, dann rede ich von Downern. Also heute sind es bestimmt auch Oxys, aber es sind auch super viele Lyrikas. Die Lyrika, die gerade richtig in den Vollzügen einschlagen als Turnmittel. Barbiturate halt, Vesperax, Beta, was es da früher alles noch gab, Rohypnol, so alles in diese Richtung, was heute alles neue Namen hat. Ich weiß gar nicht, Diazepam und so ein Quatsch halt, ne? Ja, ich denke auch, es wird Richtung Haft gehen und dann könnte ich mir halt auch vorstellen, dass der einfach irgendwann in der Haft einschläft, nicht mehr aufwacht, so. Weißt du, in seinem Knastbett einpennt, so. Könnte ich mir vorstellen. Oder denkst du, Fentanyl wäre irgendwas für ihn? Wenn er an Fentanyl gerät, dann wird er sich damit wegdosieren, ja. Ich auch. Denke ich auch. Ich glaube, das wäre so die tödliche Falle für ihn, Fentanyl. Vor allem, wenn er, weil er konsumiert dann halt auch so ähnlich wie der Russe, der aus meinem Freundeskreis da in Stuttgart in der JVA an Fentanyl gestorben ist. Richie Frist zum Beispiel hat früher so die Dings gefressen. Hab ich gerade noch genannt hier. Rohypnol, genau, 2 Milligramm gab es. Die haben richtig gebrettert halt auch. Der direkt zum Warmwerden erstmal 10, 2 Milligramm Pellen rausgedrückt. Also einen ganzen Riegel. Das ist zum, wir werden warm. Ich fress 2 Stück davon und weiß dann am nächsten Tag nicht mehr, was ist passiert. Warum bin ich hier und nicht da oder nicht zu Hause und wo sind meine Sachen? So, er fängt an mit 10. So, und hat dann halt dazu auch noch gesoffen und gekokst und so. Und wenn er dann kokst, anfängt noch mit Koks auf diese Pillen oben drauf, dann findet er gar kein Ende mehr. Weil jedes Mal, wenn er in seine Hosen, ging mir dann auch so. Wenn ich zu viel von diesen Pillen genommen habe, ist immer genau das passiert. Ich kontrolliere meine Hosentaschen zwischendurch, bin voll dicht schon, schiele schon. Irgendwer will gerade irgendwas von mir. Ich habe unterwegs schon wieder vergessen, um was es geht. Aber dann habe ich den Riegel mit den Tabletten in der Hand und denke mir, oh geil. Und dann gebe ich mir noch 2 und dann packe ich den Riegel wieder in die Tasche. Und irgendwie in einer Viertelstunde passiert das halt wieder und wieder. Dass man sich in die Hosentasche fässt, irgendwas so, Feuerzeug oder dies oder das und dann, ah, ich habe ja noch Pillen, geil. Du wirst halt voll dumm von diesen Dingern. Und ja, oft ist Rätsels Lösung war, oder wie bin ich hier hingekommen, wenn ich dann im Nüchternen am nächsten Tag irgendwie irgendwo wach geworden bin und meine Taschen kontrolliert habe und der Riegel halt leer in meiner Hosentasche war, dann wusste ich, okay, das ist passiert. Hab irgendwann nach den ersten 2 habe ich es halt, die waren schon so viel, dass ich es nicht mehr gerafft habe und gedacht habe, auch die nächsten 2 sind eine gute Idee und dann noch 2 und noch 2 und noch 2 und ganz, ganz gruselig. Viele so auf Barbiturate machen das, passiert das, weil man es dann einfach nicht mehr rafft. Habe ich den jetzt schon genommen? Oh, nee, mal sicherheitshalber. Sowieso. Die Abstände werden halt kurz, je dichter du bist, umso kürzer werden die Abstände. Du musst es nur sehen und wahrnehmen, den Riegel eben in der Hand kriegen. Oh, und dann geht schon direkt wieder weiter. Jedes Mal das Gleiche. Ja, Benzos. Benzos, genau die Nummer, Alter. Das habe ich dann auch immer gesagt. Also essen tue ich die nicht mehr, das macht voll dumm. Ich habe die da halt auch eine ganze Zeit lang geraucht, gerade die Rohypnol, die konntest du ja so zerstäuben auf der Folie, wie Puderzucker und dann den Rauch inhalieren. Und dann musst du nicht 20 Minuten warten, dann macht das direkt so. Aber das macht genauso dumm.
halt, du machst halt nichts mehr. Du ziehst da einmal dran und dann geht's so. Und dann kommst du ja auch schon wieder klar, weil du inhalierst ja nicht die ganze Tablette mit einmal. Aber auch das habe ich dann, das macht so blöd, Alter. Du raffst es halt nicht mehr. Sabber läuft hin die ganze Zeit. So, behauptest noch die ständig, ich bin überhaupt nicht breit. So, obwohl du voll dicht bist wie ein Eimer. Das fand ich immer herrlich bei den Eltern. Auf solche Pellen, so. Stehen Sabbern vor dir, so halb in die Knie, so und. Die ganze Zeit am Balancieren, damit sie nicht auf die Schnauze fallen, aber bleiben 5 Stunden auf der gleichen Stelle stehen und behaupten stockensteif, dass sie überhaupt gerade gar nichts merken. Ich merke überhaupt nichts. Ja, ich sehe es. Nur zwei Bier. Ich merke überhaupt gar nichts. So habe ich auch auf dem Raschplatz verbracht. Auf Rötnoll. Und was weiß ich, wie viele Tage wach. Auf dem BMX, Alter. Im Sitzen, auf dem Fahrrad. 6 Stunden, 8 Stunden auf dem Rastplatz rumgestanden und nicht umgefallen. Dann müssen wir jetzt mal nachmachen. Vielleicht weißt du nur nicht mehr, dass du umgefallen bist. Nein, ich bin nicht umgefallen. Ich stelle den Kollegen, der mich dann irgendwann abgeholt. Sag ich, ja, komm, Alter, du stehst schon stundenlang hier rum, jetzt komm mal mit. So, sag, wie stundenlang? Kann doch nicht sein, ich merke überhaupt gar nichts. Irgendwie so war das bestimmt, ich schwöre. Der hat bestimmt 3 in der Tasche. Und dem knallt er sich alle auf einmal weg. So, und der teilt dann nicht gerne, wenn nicht Überfluss ist. Ne? Der teilt nur, wenn mehr als genug da ist. Mehr als er selbst braucht. Also, ich rede nicht von Kleinigkeiten, aber von, hauptsächlich bei Drogen, ne? Ist der ganze, ja, ist voll süchtig halt, ne? Ich nehme es ja auch gar nicht. Ich habe auch wenig Interesse dann gehabt, mir da mit ihm eine Nadel zu setzen. Heroinballern ist so nicht meins. Nee. Ich konnte das nie. Ich habe es dreimal. Ich habe einmal pur Heroin geballert. Weiß nicht, ob das überhaupt in SSP mal vorgekommen ist. Ich habe nur einmal pur Heroin geballert und 2-mal als Cocktail. Im Cocktail habe ich. War gefühlt. Das hat mir das Koks versaut. Das muss halt, bam, der muss so richtig rattern im Schädel, der Kokain Express. Und das Heroin kommt halt nicht sofort, aber, also das Koks kommt schon zuerst, aber es geht dann so ganz weich weg mit dem Opiat. Das ist das, so können die meisten halt Koks nur ohne sich einen Druck hinterm anderen zu machen. Ich weiß nicht, warum das bei mir so war. Ich hab die volle Gier halt auch in Kauf genommen, so die du beim Purballern kriegst. Und nein, kannst du nicht vergleichen. Koks ballern und ziehen, das ist ganz weit weg. Die Konsumform ist sehr entscheidend darüber, was der Stoff dann auch mit dir macht. Menschen, die können mit Partynasen ihr ganzes Leben lang umgehen, weil es halt bei den Nasen bleibt und man dadurch ein normaler Mensch halt auch nicht in diesen Übertreibungswahn, ich ziehe mir jetzt 25 Gramm am Stück durch die Nase, irgendwie bis der Kopf explodiert und es nur noch rausrieselt irgendwie. Das ist was völlig anderes. Das kannst du nicht vergleichen mit, oh, das mache ich mal auch mit Koks basen, also Crack rauchen. Oder das mache ich mal, ich baller mal Kokain. Das hat so, das ist auf einer völlig anderen Ebene und es macht so viel gieriger und nimmt dich komplett ein. Halt auch das körperliche Gefühl beim Ballern, was du von dem Koks hast. Also ja, eigentlich gar kein Gefühl mehr, das ist es ja so, weil es ist ja einfach alles tot dann. Das kann man nicht vergleichen. Das ist so weit auseinander, dass man es kaum beschreiben kann. So. Das soll jetzt die Nasen auf gar keinen Fall verherrlichen oder schönreden oder ich sage hier auch nicht, ey, ist ungefährlich, mach das. Gar nicht. Koks durch die Nase ist für die meisten schon der Teufel genug und ich sage nur, dass die Konsumform einen gewaltigen Unterschied macht. Ist auch genauso beim Heroin. Das Heroin rauchen ist schon scheiße genug.
das Ballern ist halt noch schlimmer, vor allem wenn du den Straßenstoff konsumierst, so oder so. Beim Rauchen ist es halt, ja, kannst du halt nach Jahren dann auch Wasser in der Lunge, dies, das, jenes kriegen und insgesamt bist du so oder so nicht gesund. Aber wenn du 6 oder 10 Jahre dir den Straßendreck in die Venen jagst, dann nimmt es deinen Körper nochmal ganz anders mit. So. Natürlich ist es halt intravenös auch immer intensiver über die Lunge. Sagt man, ist es 90%ig nasal, ist so um die 40-50%, was vom Stoff bei dir ankommt, und intravenös ist halt die vollen 100, ne? Immer am Knallen, meine Schwester geht jetzt wegen Koks und Alk zur Langzeit. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Man muss einfach irgendwann mal dann anfangen, wenn man gefühlt unter seinem Konsum anfängt zu leiden, ab da beginnt dann halt auch der Gedankenprozess, dass man etwas verändern sollte. Im Normalfall sollte das dann einsetzen. Bei manchen dauert es ein bisschen länger, guck mich an. Ich habe irgendwie 25 Jahre oder 20 Jahre, 15 Jahre das gefeiert, dann habe ich 10 Jahre gedacht, oh Mann, ich will ja raus. Und dann habe ich nochmal 10 Jahre richtig rumgejammert und nachgedacht. Und ja, jetzt bin ich erst an dem Punkt gelandet. So. Also man sollte sich das wirklich ernsthaft gut überlegen, wie man etwas konsumiert. Also gerade auch die Konsumform an der Stelle nochmal. Weil eine Nase ist halt nicht ballern. Ist so. Zwischendurch raucht er auch Bleche, ne? Ist mir egal. Aber nur kurzfristig. Er kommt immer zur Nadel. Immer. Das ist nur mal eben mitrauchen, weil das schon auf der Folie liegt und nicht seins ist vielleicht. Ne? Ich habe aber auch wenig Menschen außer mir gesehen, die so extrem süchtig sind. Der findet auch kein Ende in den Genen. Tausender rein, Tausender. Wenn es mit Koks anfängt, ganz schlimm. Der findet kein Ende auch. Gib ihm 2 Kilo Gras mit. In Hannover sollte er nur abgeben, Geld kassieren, wiederkommen, kommt 14 Tage nicht wieder, 10 Tage, 14 Tage. Hol mich ab, voll kaputt geballert. Das ganze Geld komplett in Koks umgesetzt und weggeknallt. Das wollte ich vorhin ja halt auch noch dazu sagen, das sind ja schon Sachen, während ich noch draußen war, auch schon gelaufen, die ein bisschen daneben waren von Richie. Wie das jetzt am Ende. Hast du es mitgekriegt? So? Ja. Verpiss dich, bin im Kilo und sollte das verkaufen oder 2, weiß ich gar nicht. Und komm nicht wieder. Aus Hannover. Mit der Kohle. Hat sich Koks geholt fürs ganze Geld und alles weggeballert. Und nach 10 Tagen oder so, oder nach einer Woche, ruft er an, bitte hol mich, oder 2 Wochen, bitte hol mich, ja, weil ich habe mich so kaputt geballert. Und dann habe ich mich noch ins Auto gesetzt und habe den abgeholt. Das ist halt seine Art. Und du weißt selber, wenn man süchtig ist, gibt es halt keine wirklichen Freundschaften. Ja, das ist vielleicht leider das Resümee am Ende. Ja, was willst du machen? Und ich denke mal, deswegen wird auch ein Aufhören bei ihm nie in Frage kommen, weil dann fängt nämlich das, du weißt ja selber, wie das ist, wenn du aufhörst. Fängt es dann an, okay, was habe ich alles getan, wem habe ich alles geschadet, was habe ich alles gemacht, was ist alles auf meinen Schultern und sowas. Weißt du? Ich glaube, die Last ist viel zu groß bei ihm. Ja. Ja. Ja, also ich bin nicht gefahren, Purple Haze. Ich bin tatsächlich nicht gefahren. Ich habe ihn abgeholt, damals mit Icy zusammen. Und dann ist auch nochmal was ganz Schlimmes passiert auf dem Rückweg. Weil er hatte noch Koks. Und er hatte auch noch Pumpen. Und es war auch einer meiner Kokain-Rückfälle. Also zu der Zeit hatte ich ziemlich viele auch noch. So, ich habe ja brutal Geld verdient. Das hat mich ja gar nicht gejuckt, wie viel ich da irgendwie mal 1.000 am Tag in Koks investiere. Das Schlimme ist nur, ich habe Eisi gezwungen. Boah, abonniert schon 27 Monate. Fantast, Alter. 1-1-0, du bist der Allerbeste, ey. 27 Monate am Stück. Der abonniert schon fast so lange, wie ich alt bin. Richtig gute Nummer. Ich habe Icy damals
gezwungen, sich das anzugucken, was wir geballert haben. Warum? Hast du ihn gezwungen? Er wollte dann, wir haben, der hatte schon noch eine Ecke und der hat auch Pfeife und alles dabei, Ammoniak dabei. Und Eisi wollte eine Pfeife ziehen, also wollte Koks-based. Und Richie schon direkt so, nein, so einfach nur, weil nein, gibt nichts ab, so, weißt du, was willst du, gibt's nicht, so. Und als sie dann nochmal gefragt, ich sage, nein, machen wir nicht, fertig, du kriegst davon nichts, guck dir das an, wo das hinführt, so ist das gekommen. Der hat geheult, der hat uns zugeguckt und hat die ganze Zeit geheult, 2 Stunden lang oder so. Und als ich dann überall so richtig geblutet habe, so weitergefahren. Vorletzte Nummer, ne? Ja. Da schäme ich mich auch ein bisschen für. Aber er hat die Message, der ist angekommen, er hat verstanden. Boah. Ja, aber vielleicht ist es auch bei ihm so angekommen, okay, der hat das jetzt nur gemacht, um es mir zu zeigen. Nein, ich rede ja auch mit ihm. Ich habe ja auch mit ihm, also das ist ja nicht. Schon die Erklärung, guck dir an, wo das hinfährt. Bei mir war auch vorher die Pfeife. Zuerst die Nase, dann die Pfeife, jetzt das. Bock mitzumachen? Ich glaube, ich wäre einfach ausgestiegen und wäre einfach weggegangen. Nee, wohin? Weg? Wo? Einfach weg? Nein. Ja doch. Richie sitzt im Auto und ich will auch nicht, dass du irgendwo hingehst weiter. Wir stehen mitten auf dem Walachei, du bist der Einzige, der fahren kann, du bleibst schön hier. Sag ich doch, guck dir das an. Es ist dunkel, mich findet man im Dunkeln. Ja, wir haben Licht im Auto. Guck dir das an. Das, ja. Wie gesagt, also ich habe das ein bisschen herbe damals durchgesetzt, weil er wollte gerne raus aus dem Auto. Nein. Sag ich doch, ich habe ihn gezwungen, sich das anzugucken. So, das fällt mir jetzt gerade an der Stelle. Wir haben auch das geklärt und wir haben darüber gesprochen und so. Und ich habe mich auch entschuldigt dafür, dass ich das so erzwungen habe halt, ne? So auf Freundschaftsbasis, ne? Du musst dir das angucken, damit du verstehst. So. Ja. Was macht das mit dir? Jetzt macht es mich gerade ein bisschen traurig, auch die Situation und dass ich ihn überhaupt in so eine Situation gebracht habe. So. Und er hat mir wirklich am Herzen gelegen, deswegen habe ich das auch gemacht. Wäre mir egal gewesen, hätte ich das ja nicht gemacht. Ich gesagt, ja los, komm, verpiss dich, lass einen Autoschlüssel hier. Spaß. Komm jetzt, aber geh nicht so weit weg. Ich will nur rufen. Ich will nur aus dem Fenster rufen, komm. Und dann geht's weiter. Ich hab keinen Bock, da dich zu suchen, dann irgendwo auf der Landstraße. Oder auf irgendeinem Parkplatz da, wo wir standen, an der Landstraße. Ja. Naja, was soll's. Scheiße passiert im Leben. Wichtig ist, dass man es registriert und hinterher besser macht. Und ja, genau das machen wir auch. Eisi ist ja auch recht fest im Leben, mit dem habe ich auch Kontakt, wurde eben gefragt so. Hat auch einen super Job mittlerweile. Ja, und ich wünsche ihm ein bisschen mehr Glück in der Liebe, glaube ich. So, das wäre so mein Wunsch für ihn. Aber ansonsten ist ein ganz toller Mann geworden. So. War ja noch ein Junge damals. War in Osnabrück auf Tour. Ja. War in Osnabrück? Ja, genau, er war ja in Osnabrück auf meiner Tour. Und wir haben auch irgendwann vor ein paar Wochen allerdings auch schon nochmal kurz geschrieben gehabt oder so. Ich glaube, ich habe gesehen, er hatte Geburtstag oder so. Oder Schopper hat das gesagt, hat irgendwie sowas. Oder er hat mir im Januar gratuliert. Ja, genau so war das, glaube ich. Ich glaube, das ist eher der Fall. Ja, das so war es, weil ich denke ja nicht an Geburtstag. Was laber ich? So, ihr Lieben. Ich werde für heute Feierabend machen. Das war eine lustige Runde. Ich glaube, das reicht auch. Auch ich habe mir heute beim Gucken ein paar Emotionen verpassen lassen. Wie gesagt, Richie wird kein einfacher Kandidat. Das war mehr als eine Freundschaft. Das war wie ein Bruder für mich. Am Ende ist es dann halt doch anders gekommen. Die Erkenntnis jetzt gerade am Ende mit Eisi, was ich da mit Eisi gemacht habe. Also, ja, das muss ich jetzt selber erstmal verdauern. Außerdem habe ich Hunger, du auch, hoffentlich. Ja, ne? Ja, ich glaube, es ist gutes Zeit,
Zeichen, so, jetzt geht dir sowas nahe, jetzt merkst du, was du mit Menschen da gemacht hast. Das zeigt auch einen Fortschritt, oder? Ja, na klar. Also es hat mir damals schon direkt leid getan, aber es tut mir auch wirklich leid, weil das gleiche Gefühl kommt heute noch auf, wenn ich an die Situation denke. Ist ja nicht so, dass ich nicht geheult habe dabei. Ich hatte ja schon meinen harten Koksabsturz und ich habe den schon wieder kommen sehen. Genauso wie, als ich Danke gesagt habe, als sie mich verhaftet haben. So, und mit Richie war der schon greifbar. Und mit dem seinen Konsumgeschwindigkeit und was er bereit ist, dann auch für den Konsum zu tun. Sprich Raub. Der geht dann auch nicht weit. Erste Möglichkeit, meine. Und dann, die Probleme werden immer größer. Und deswegen habe ich das so rabiat bei ihm halt auch durchgesetzt. Weil er halt auch schon seinen Nahen gefressen hatte an Richie. Da kannst du vielleicht Richie auch irgendwo dankbar sein, dass er das, dass er diese miesen Aktionen alle gebracht hat, weil sonst hätte er dich vielleicht schon früher irgendwie wieder zurückgeholt. Weißt du, ich meine? Irgendwie wieder in... Abgefangen auf dem jetzigen Weg, meinst du? Genau. Ja. Genau. Und ich wäre vielleicht noch so blöd gewesen am Anfang. In den ersten 3-4 Jahren hätte er mich vielleicht noch gekriegt, so, als SSP rauskam, so von 2012 bis 2016 ist das Buch, wo ich noch total unsicher war, auch mit der ganzen Nummer und so. Ja, hätte, ja, obwohl ich weiß es schon besser, der macht direkt so, das ist was auch unser, ein Teil unseres Management, der selber mit mir macht, so. Weißt du, so. Genauso gekommen, wie es kommen sollte. Ja, es ist Gott sei Dank so gekommen, wie es kommen sollte. Und ich fühle mich ganz wohl hier in meiner jetzigen Position, Lebensposition. Und ja, da weiß ich, da gibt es auch noch 1000 Baustellen. Ich kann viele Sachen noch besser machen oder hinkriegen und hier und da. Aber wie gesagt, dazu gehört eine Auseinandersetzung, die ist an Richie vollkommen vorbeigegangen. Und sind wir mal gespannt, wa? Wollen wir das nächste Mal eine neue Info von ihm kriegen? Vielleicht hake ich auch mal genauer nach in den nächsten Tagen irgendwie bei dem einen oder anderen Kontakt aus der alten Zeit, was da geht, ob man was gehört hat. Sowieso, ich wollte mal mit Patatas wieder auch quatschen. Und der sieht ihn ja hin und wieder, das wissen wir ja. Das hat er ja auch erzählt. Ja, er sieht ihn hin und wieder. Aber wir sind halt immer noch keine Freunde. So. Ist gut so. Ja.